Im Grunde können die Leute direkt ausschalten. Wir werden sowieso keine spannenden Passagen im Match für euch casten. Wir werden sowieso alles verpassen. Doch, casten werde ich schon. Ich werde schon sagen, aber Pingu wird es noch nicht zeigen. Ey, Mann. Nein, aber wir sind natürlich auch jetzt seit fast 7 Stunden, oder? 21 Nein, Uhr, würde fünf man. Stunden. 5 Stunden, 20 Minuten läuft der Stream. Seit fast 5 Stunden Ist sind wir aber. Das ist am Berg, halt. aber wir sind schon davor, Ich sage, es ist gerade. halt einfach auch Glück oder Pech, ob du gerade genau die Situation mitbekommst. Du willst ja auch nicht eine Situation, die gerade spannend ist, verlassen. Dumm. Da müsste man Ist aber jetzt auch gucken, ob. egal. Ja. Wir fokussieren uns jetzt aufs letzte Game im Finale. Hoffentlich wird spannend. Das ist das Game. Alles oder nichts, ne? Und TTT jetzt endlich mal von der Nordseite. Ich bin gespannt. So, gehen wir kurz die Aufstellung durch von TTT. Wir haben Lumineak in einer Yamato, wir haben M4 in einer Yamato, One Free Hug in einer Des Moines, Sexy Crowd in einer Des Moines, wir haben Mace Windu in einer Moskwa, Amazing in einer Stalingrad, Sintano in einer Stalingrad, Prosopagnosia in einer Sommers und Parakius in einer Darin. Bei uns sind Blitz und Boom in der Kremlin, Anakin Seawalker und Luke Plebwalker in der Des Moines, The Real Spike in der Henry, Werner in Marita zurück in seiner Stalingrad, Tobiaso erneut in seines Mundens, Agent Andrin in der Sommers und Oki Fleet in der Daring. Und es scheint so zu sein, dass TTTs Antwort auf wie spielt man den Nordspawn einfach alle Kreuzer, alle Raider, 5 Raider-Kreuzer. Mal schauen, was sie damit machen. Ich bleibe jetzt die ganze Zeit in der taktischen Übersicht. Viel Die ganze Spaß. Zeit M gedrückt halten. Ja, einmal drücken reicht ja. Ich geh mal aufs Klo. Private Troll jetzt beim meistgeguckten Game des ganzen Turniers, jetzt wo vielleicht auch die Organizer zu gucken und darüber entscheiden, ob er nochmal casten kann, macht er solche schlechten Er ist Witze. sowieso Finde schon ich gut. durch. Ich werde sowieso nicht mehr genommen jetzt. Ich verpasse ja alles. Danke. Nein. So. Aber hier sehen wir wenigstens, wie die Schiffe sich aufteilen. Und wir Ja, haben gleich in der Mitte was. Agent Andrin wird gleich auf purer Jesus treffen. Aber er wird auch wahrscheinlich da probieren, gleich rückwärts reinzufahren. Aber interessant, wir haben mal von Purer der Jesus. Südseite aus Druck. Purer Jesus. Zu Purer gerade gesagt. Kios. Ja, kann sein. Purer Kios, purer halt. Aber wir sehen das erste Mal von einer Süd, vom Südspawn von Sea of Fortune aus, dass jemand direkt Druck auf B macht. Sonst sieht man halt immer nur den Push über A und ein bisschen was bei C. Aber direkt Druck auf B ist auch mal was Neues. Luke Plapwalker steht auch schon bereit mit dem Radar, falls Ja gut, Pura da das ist ja dran eine fährt. Standardposition da mit einem Radarkreuz, aber das meinte ich ja. AO hat halt irgendwie immer so ein paar Taktiken dabei, die halt jemand sonst nicht so viel sieht. Und ich habe das Gefühl, die sind irgendwie so ein bisschen Coinflip. Manchmal funktionieren die richtig gut und manchmal gehen die einfach ins. Bis jetzt war es auch wirklich genau 50-50-50, 2-2. So, und Agent Andrin fährt nicht in den Cap rein, er steht nur davor. Ja, der Weil ich wartet möchte. ab. Der hat ja Ja das genau, Radar er im wartet, um Rücken. recht zu contesten. Jetzt pass auf. Und die. Gleich geht's auch schon an. Ja, Radar ist Da geht's an. an. Aber der ist halt in der Somas gegen eine Daring. Ja, Ich er weiß wird nicht nicht, der kann jetzt kämpfen. nicht outgunnen, oder nicht? Ja, der outgunnt auch nicht, der schießt auch nicht. Der lässt quasi die Daring jetzt wegfahren, damit er rückwärts reinfahren kann. Würde ich behaupten. Damit er jetzt in den Cap fahren kann. Oder er zieht sich weg. Nö, er zieht sich davon. Er probiert das gar nicht erst. Aber wir wissen wahrscheinlich auch noch nicht von der Seite aus. Also AO weiß nicht, ob da noch irgendwas dahinter steht. Stalingrad, Moskwa, Des Moines. Alles noch offen. Torpedos laufen aber schon mal. Der zieht sich auch zurück aus dem A-Cup. Real Spy komplett draußen auf der Flanke. Dafür sehe ich hier drüben schon wieder einen Push kommen von TTT. Das ist wieder diese eine Taktik, die sie schon mal hatten mit Somas, Des Moines und Des Moines und Yamato hinterher. Und die werden hier wahrscheinlich runterziehen. Wir müssen aber aufpassen wegen der Stalingrad. Also 12 Kilometer Reichweite Radar, nicht vergessen. Und die Sache ist, Daring hat jetzt auch wieder ihre Einzeltrupps, ne? Die wird sie natürlich direkt auf die Somas-Position schieben. Oder auf welche Position schiebt sie? Schiebt sie ne, eher auf die Des Moines-Position, damit sie halt nicht rausfahren kann und sie beschieben.
So, mal schauen, ob der A-Cap durchgeht. Dann wird es der erste Cap des Spiels sein nach knapp 5 Minuten. Und wir sehen auf jeden Fall, dass sich TTT gelernt hat, dass man die A-Flanke gegen den Push schlecht halten kann. Und die probieren jetzt anscheinend einen Push über die C-Seite. Guckst du ja. Und ja, gemein. Also das ist diese, ja, das, was TTT schon vorhin gemacht hat. Ja. Doppel Demoin und Somas und Yamato als Backup. Ja, und auch einfach, wie gesagt, nicht über A zu spielen, sondern wirklich nur über C. Das nee, die TTT versuchen das nicht. Die versuchen über C zu spielen, über Charlie. Die sind unterwegs. Sie müssen nur vor der Stalingrad sich ein bisschen in Acht nehmen. Aber Tobi Ashra steht ziemlich weit vorne dort. Müsste eventuell sogar bald aufgehen, wenn die Somas weiter Gas gibt. Und da steht Lumeniak bereit. Oh, Agent Andrin hat ein Torpedo genommen. Er hat probiert es noch zu dodgen an der Insel, aber er konnte ihn nicht. Der Hintern war zu breit. Und da hat er seinen Hintern reingehalten. Hört sich falsch an, sorry. Sorry, Agent Andrin, aber ja, er hat den Torpedo. Sein Hintern war zu breit. Ich habe schwere Knochen. Ja. So, Fokus vorher jetzt auf Amazing, denn der Stalingrad von des Mondes von Tobi Ashra. Ja, das ist jetzt aber vielleicht ein Riesenfehler, was er macht, Tobi Ashra, dass er sich dort eingenebelt hat. Das gibt jetzt TTT die Möglichkeit ranzufahren mit der Demoin, mit beiden Demoins. Die Torpedos laufen schon und die sind schon in Radarreichweite. Pass auf, was jetzt passiert. Ja, der steht auch Breitseite dazu, wenn es da angeht. Ja, jetzt pass auf, was passiert. Es geht gleich der Nebel an. Lass das Radar an. Da ist es an. Und AP läuft. Oh, gib Gas, Tobi. Oh, da kommt die Salve Nummer 1. Und die trifft gar nicht. Aber es geht weiter, es geht weiter. Zweiten Demoin, da kommt ja alle 6 Sekunden alles. Oder vielleicht auch mit Reload, ich weiß es nicht. Aber ich glaube eher mit Mensch. Oh ja. Jetzt hat eine getroffen und Lumeniak hinterher. Oh Tobi, das war so verheerend. Oh. Bruder muss los. Nein, aber das. Seid ihr zufrieden, Leute? Habe ich jetzt das richtig für euch gecastet? Nein. Aber, oh, die Somas nimmt eventuell noch die Tops. Einen nimmt er. Bup, auf die Nase. Ein Torpedo aufs Näschen. Aber das war sehr schön gespielt von TTT. War natürlich jetzt an der Stelle ein bisschen unglücklich von Tobi Ashra, dass er sich dort eingenebelt hat. Aber vielleicht auch ein bisschen, ich würde nicht mal unglücklich sagen. Ich würde sagen, es war einfach riskant, sich einzunebeln, wenn er sonst niemanden hat auf seiner Seite, der für ihn dort spotten kann. Und er damit rechnen konnte, dass dort mehr kommt, weil ja bei Alpha noch nicht wirklich viel gespottet wurde von TTT. Und irgendwo musste noch Somas und Doppeldämonen unterwegs sein. Und wir hatten das ja schon mal. Das ist ja nicht so, dass sie das erste Mal bringen, die Taktik mit dem Nebel und der Doppeldämonen. Das hatten wir ja im allerersten Spiel schon. Absolut. Wir sind halt diese Tech-Teams. Auf die Kremlin. Die Demoin und entweder noch eine Demoin oder halt Smolens. Und ja, zwei Torpedos auf Blitz. Und der ist jetzt auch Breitseite vor zwei Demoins. Der wollte abdrehen gerade, konnte wieder nicht abdrehen wegen den Torpedos. Jetzt dreht er doch wieder ein und jetzt kommt er auf keinen Fall mehr weg. Jetzt steht er breit zu Lumeniak und Lumeniak kommt gleich um die Ecke dort vorne. Und dann kann er eben die Seite schießen und dann wird AO ihre Kremlin gleich verlieren. Leute, das sieht super aus für TTT, aber auch irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gerade. Also ganz ehrlich, wenn TTT das Ding hier gewinnt, dann sind sie für mich sowieso die Götter. Weil jemand, der auf Sea of Fortune vom Nordspawn gewinnt, ja, sowieso. Guck mal, die Tops von der Somas schon wieder. Boah, perfekt. Die Kremlin wird richtig. Das sind richtig alle vier, die treffen. Das gibt's doch gar nicht. Wow, also da hat auch. Also, ich habe ja schon von AO gelobt für irgendwie immer neue Taktiken, aber jetzt hat TTT meinen ausgepackt. Ja, aber ich würde auch sagen, da spielt auch so viel Glück teilweise mit rein, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und wie gesagt. Wer da von der Stalingrad an? Die Torpsalben, zwei Stück von ihm hier. Unabhängig voneinander und jedes Mal triffst du einmal zwei, einmal vier sogar. Perfekt. Und die Stalingrad oben geht raus. Sie wird das nicht überleben. Das Spiel ist schon so gut wie durch, weil die Seite komplett gefallen ist. Ist jetzt auch im 1-on-1 gegen Somas. Also und wieder, das ist überraschendes Momentum, wovon ich immer spreche. Wenn du eine Taktik fährst, die sonst noch nie irgendwo gesehen hast, wo auf einmal ein Push oder ein Druck entsteht auf einer Seite, von der es niemand erwartet, wie es hier zum Beispiel TTT gemacht hat über die 910er Linie, dann bricht das komplette Konstrukt zusammen. Und das, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass AO hier eine schlechte Taktik hatte, weil, wie gesagt, die haben vorhin schon die ganze Zeit richtig ausgeklügelte neue Taktiken gezeigt und es auch mal neu von unten auf B früh zu gehen.
aber hier hat TTT mit diesem Push über die 910er-Linie wirklich was richtig Besonderes geleistet und Respekt an sie, dass sie, wie es gesagt, vom Nordspawn gewinnen. Wahrscheinlich. Es war volle Kanne der Überraschungsmoment, der gerade für TTT gespielt hat. Sonst absolut. Und sowas sorgt auch für Hektik im Boys. Dann kommt auf einmal, oh mein Gott, die sind alle da, oh mein Gott, ich sterbe jetzt, oh mein Gott, das ist Game 5 im Finale, das Game ist rum, schlechte Stimmung und ja. Also da Werner jetzt aus diesem Loch wieder rauszukommen, wird unfassbar schwer werden, wenn nicht sogar... Ja, Werner brennt ab. Unmöglich. Das war's mit Werner. Werner, oh, Stalingrad. So viel, das war's, aber da fliegen schon wieder drei Salven von drei anderen Schiffen. Also, ja. Ja. Raus ist er auch. Ich komme, habe gerade irgendwie so einen richtigen Flashback zu dem Spiel, Viertelfinale zwischen AAO und TBA, wo das erste Game von TBA so dominant gewonnen wurde. Nebenbei frisst Doom jetzt richtig ordentlich Torpedos von Daring. Boom, meine ich, heißt der. Ne, nur doch nur ein. Aber da hat TBA so dominant gegen AAO gewonnen, dann hat AAO dominant gewonnen und dann war einfach das letzte Game auch wieder auf dieser Karte nach gefühlt 3 Minuten entschieden. Und jetzt ist es ja auch wieder so, dass diese Karte irgendwie die Leute zusammenbrechen lässt. Oki fliegt jetzt auch offen durchs Radar von One Free Hug. Das ist so krass, wie TTT gerade aufräumt. Aber auch nur die. Was so ein Überraschungsmoment ausmachen kann. Aber ich frage mich halt immer noch, wieso man nicht damit gerechnet hat. Dass die dort rumkommen. Damit kannst du nicht rechnen. Doch, klar. Ich habe doch gesagt, diese Taktik haben sie im ersten Spiel schon gespielt. Doppelte Moin plus Somas an der Flanke. Hier. Ja, natürlich nicht auf der Karte, aber du hast doch im Gegner, du hast doch deine Aufstellung im Team-Line-Up und du siehst, okay, es sind noch Demoin und Somas sind noch nicht gespottet. Wir haben auf der linken Seite bei Alpha haben wir eine Stalingrad und eine Moskva stehen. Und bei Charlie haben wir nur eine Yamato stehen und eine Stalingrad dahinter. Das wissen wir ja nicht, wir waren ein Spectator. Wir wissen nicht, ob wann die Stalingrad und die Moskau aufgegangen sind. Es hätte auch sein können, dass die Des Moines die waren safe schon auf dem Platz hat, glaube ich. Du erinnerst du dich vorhin an Armedag, wo er mit seinen Des Moines gestanden hat? Da hätte er auch die Des Moines stehen können. Du kannst jetzt aber nicht vorwerfen. Nein, ich werfe niemandem irgendwas vor gerade. Aber man hätte damit rechnen müssen eigentlich, dass man dort auf der Flanke sich nicht einnebeln darf. Also... Weißt du, was ich meine? Da können immer irgendwas durchfahren. Ja, das ist auch ein Fehler von Tobi, auch erst recht, sich in so offenem Gewässer sich anzunehmen, wo man keine Fluchtmöglichkeit hat. Weil du hast ja niemanden, der Licht für dich macht. Ja. So, Jerry's Back geht auch aus. Ist das jetzt die Komplettklatsche, die kein einziges Schiff überlebt, stirbt, Klatsche? Ich will nicht Klatsche sagen, eigentlich, weil es war wirklich ein sehr gutes Best of Five, aber... Naja, es entwickelt sich zu einer Klatsche, weil... Boah, Alter. Tschüss, du Blackwalker. Keine Klatsche, Mace will nur ich. Ja, nein. Ich wollte es aber trotzdem nicht sagen. Es war einfach. Aber jetzt pass auf, auch, warum TTT sich so gewastet hat letztes Spiel, weil sie einfach. Ach wussten, komm, als ob jetzt. Die wussten nicht, dass sie das jetzt ausklatschen. Wussten sie. Die wussten, die sind einfach hier super gut. Nein. Werden das dominant gewinnen und gut ist. Die wussten es einfach. Nein, wussten sie nicht. Aber da hinten jetzt in der Mitte rausgegangen. Aber was ich sagen wollte, es entwickelt sich schnell zu einer Klatsche, wenn du einmal einen Fehler machst und überrannt wirst auf einer Seite und dann plötzlich die ganze Flanke offen steht und du verlierst dann ein Schiff nach dem anderen und dann geht das so schnell, dann haben wir wieder dieses Snowballen und das passiert jetzt halt gerade. Erst das recht auf einer Flanke, wo du keinen Backup hast. Ich sag mal, wenn du vom Gegner die Taktik erwartest und einfach deine Schiffe verlierst, weil du bei einem Fehler passiert, dann verlierst du zwar die Flanke, aber hast irgendwie noch Backup, weil du es damit ja geplant hast. Aber damit ja überhaupt nicht geplant worden ist von AO, was man da gesehen hat, und sie überhaupt gar keinen Backup hatten, hat man einfach gesehen, ja, okay, Fleet wastet sich jetzt auch ein, dass die komplette Flanke kaputt geht und ja, das ist ein 9-0. GZTTT. Wow, was ein Turnier. Das hat die, ich sag's, also wie gesagt, ich würde sagen, das Spiel ging verloren, weil die eine Seite nicht aufgepasst hat, was der Gegner dort macht oder machen könnte. Und das hat die komplette Seite aufgerissen und damit... Aber sie haben auch schön die Stalingrad runtergeschossen. Das lag ja nicht an den Des Moines und der Somas, sondern da hat, glaube ich, die Stalingrad von TTT und die Yamato, die haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Aber das war krass. Da lag die Map jetzt irgendwie AO nicht ganz so. Und sie haben sich überraschen lassen. Das war ein wunderschöner Push von TTT. Also man kann es nicht anders sagen. Das war super gut gemacht. Die Situation erkannt und sofort genutzt und dann mit zwei Demonster drauf.
Super. GZ an TTT, damit es Tora, Tora, Tora. Sind wir das erste Mal? Ja, das allererste Mal King of the Sea. Das allererste Mal King of the Sea, Mensch. Die waren in den Semifinals. Dritter Platz, Semifinals, Semifinal. Beim zweiten, beim dritten waren sie im dritten Platz. Beim vierten waren sie im Quarterfinals. Beim fünften sind sie sogar bei Round of 16 raus. Beim sechsten sogar bei Round of 32. Und jetzt beim achten sind sie auch bei der Round of 16 raus.